Die meisten von euch werden sich wahrscheinlich an Serien wie die DuckTales oder die Ninja Turtles erinnern. Oder werden einmal diesen Moment erlebt haben, wo sie eine Erinnerung bekommen haben, die aus dem tiefsten Gedächtnis erscheint. Und genau so einen Moment hatte ich vor ungefähr einer Woche. Ich war auf TikTok unterwegs, bis ich dieses Robotermädchen gesehen hatte. Und ich dachte mir, die kenne ich doch von irgendwoher. Und da ihr jetzt wisst, worum es in diesem Video geht, können wir anfangen, bevor bei einigen von euch das Essen kalt wird. Und da das Ganze mit dem Robotermädchen angefangen hat, würde ich sagen, beginnen wir damit. In dieser Serie, die übrigens My Life as a Teenage Robot heißt, muss der Roboter XJ9 die Welt retten. Im Englischen wird das XJ9 ausgesprochen, woher sich der Name Jenny ableiten lässt. Sie wurde von ihrer Mutter namens Miss Dr. Wakeman produziert, aber sie ist nicht nur irgendein Roboter, ja, sie ist ein Teenage Girl, heißt, sie hat Gefühle und sie möchte die Sachen tun, die andere Teenager auch in ihrem Alter machen. Leider ist das aber kaum möglich, da sie ja dazu gemacht wurde, um die Welt zu retten. Die Serie wurde nach circa 3 Staffeln eingestellt und somit kommen wir auch zur nächsten Serie. Ich denke, einige von euch werden schon erkannt haben, dass es sich hierbei um Danny Phantom handelt. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich diese Serie nicht wirklich vergessen, aber ich weiß nicht mehr, worum es darum ging. Und deshalb gibt es jetzt die Erklärung dazu. Und zwar ist der 14-jährige Danny in ein Geisterportal gefallen und er ist jetzt halb Mensch und halb Geist. Und er darf die Welt retten vor bösen Monstern. Ich meine, was denn auch sonst? Aber als wäre das schon nicht alles, sind seine Eltern Geisterjäger und sie suchen nach bösen Geistern. Und da Danny Phantom ein Geist ist und so gut wie wirklich niemand weiß, dass er ein Geist ist, außer seine 2 besten Freunde, suchen sie nach einem bestimmten Geist, der eigentlich ihr Sohn ist. Leider wurde die Serie nach 53 Folgen eingestellt, obwohl die sogar einige Awards erhalten hat. Der Grund dafür ist leider unbekannt. Kennt ihr eigentlich noch dieses kleine süße Wesen? Und nein, ich meine nicht das haarige Viech, das meinen sibirischen Opa aus Russland gleicht. Und bin ich eigentlich der Einzige, der dachte, dass diese Serie Meerjungfrauen friss man nicht heißt? Aber nee, falsch gedacht. Vor dem Namen steht auch noch Sick und Shark, was ich aber nicht wusste. Auf jeden Fall ist die Story hinter dieser Serie ganz simpel. Da ist ein Hai, der seine Meerjungfrau liebt und er will sie über alles beschützen. Und dann ist da halt auch noch dieser, frag mich ehrlich nicht, was das ist, ich würde denken Stachelschwein oder so, der versucht dem Giga-Chat einfach seine Frau zu stehlen. Das funktioniert aber irgendwie nicht immer ganz und ich fand, das war eine echt coole Serie, an die ich mich auch nicht so ganz erinnern. Und holy shit, diese Serie hat 198 verschiedene Folgen. Vor langer Zeit herrschte Dragon über das Tal, doch dann bestraften ihn die Mächte des Himmels für seine Arroganz. Er gab uns die Schuld, gefangen in seinem eisigen Gefängnis plant er fortwährend uns loszuwerden. Habt ihr schon mal von einem Stinktier gehört, das Kung Fu kann? Naja, dann werdet ihr wahrscheinlich Skunk Fu kennen. Ich weiß nicht, was es an dieser Serie ist, aber irgendwie ist diese Serie anders als andere. Skunk Fu, das Stinktier, was auch Skunk genannt wird, ist irgendwann vom Himmel gefallen und von einem alten Panda aufgenommen worden, der weise und stark ist. Und da Skunk zuerst vom Himmel gefallen ist, haben die Bewohner gedacht, dass Skunk ein Geschenk des Himmels ist. Skunk hat sich ziemlich schnell viele Freunde gemacht, aber er hat auch bemerkt, dass es nicht nur Freunde gibt, sondern es gibt auch Bösewichte wie in jeder andere Serie, zum Beispiel den Drachen oder den Affen. Außerdem entscheidet er sich dazu, Kung Fu bei dem alten Panda zu lernen, um damit das Dorf zu beschützen. Und wer ist eigentlich euer Lieblingscharakter? Ich fand immer den Hasen ganz cool, weil ich meine, komm schon, ein Hase, der Karate kann oder sowas. Und ich finde, was die Serie auch noch ganz cool macht, ist, dass das Intro aus einem Rap besteht. Die Serie hat insgesamt 26 Doppelfolgen und persönlich ist es bei mir bei einer der beliebteren Serien. Sagt euch der Name Johnny Test was? Wenn ja, dann wisst ihr, worum es in der nächsten Serie geht. Johnny ist ein 11-jähriger Junge und hat 2 ältere Schwestern. Die sind Zwillinge und machen gerne Experimente. Außerdem hat Johnny einen Hund, der sprechen kann. Er ist sowas wie sein bester Freund. Ich kann mich zwar an keine einzige Folge erinnern, aber ich weiß, dass es einen komischen reichen Typen gab, der Bling Bing Boy heißt. In der Serie geht es hauptsächlich darum, dass seine 2 großen Schwestern irgendein wissenschaftliches Experiment haben und Johnny das Versuchskaninchen spielt. Wusstet ihr eigentlich, dass die ersten Folgen per Hand gezeichnet wurden und dass es 117 Folgen gibt? Weiter geht's mit Go Wild, Mission Wildnis. Wenn ihr damals von Tieren fasziniert wart, dann werdet ihr euch wahrscheinlich an die Serie erinnern. Hier gibt es einmal den Bruder Martin und einmal den Bruder Chris. Und kleiner Funfact, die 2 gibt es auch in Real Life und sie sprechen auch ihre eigenen Charaktere. Und die beiden haben es sich zur Aufgabe gemacht, in jeder Folge etwas Neues über die Tierwelt zu erfahren. Dabei werden sie von dem Mädchen Stella unterstützt, die sich gut mit der Technik auskennt. Außerdem gibt es auch noch Chloe, die Computerexpertin, und Jimmy, den Hippie. Gemeinsam sind sie in einem Raumschiff unterwegs, das die Tortuga genannt wird. Außerdem haben Martin und Chris die Fähigkeit, durch ihre Anzüge sich in jedes beliebige Tier zu verwandeln und meistens nehmen sie das Tier, was sie genau untersuchen. Und die Bösewichte in dieser Serie sind einmal Zach van Tech, Dabio und Donita. Sie wollen immer Tiere ausplündern und damit Geld machen oder sonst etwas. Außerdem ist die Serie etwas neuer, da sie erst seit 2011 gemacht wurde und 152 Folgen in 6 Staffeln hat.
unter diese Schlange hier. Das war ein perfektes Team. Ich hoffe, einige von euch können sich an diesen Jungen mit der Schlange erinnern, denn das war einer meiner Lieblingsserien damals. Auch wenn man persönlich sagen muss, dass die Serie auch einige verstörende Szenen hatte, aber es gab eine Folge, an die ich mich besonders erinnere. Und zwar war diese irgendwie ein bisschen gruselig. Die waren ganz normal an irgendeinem Ufer oder so, haben eine Flaschenpost entdeckt. In dieser Flaschenpost war ein Zettel, wo drauf steht: Hilfe, wir sind auf einer einsamen Insel. Und die kurze Zusammenfassung ist, dass es die aus der Zukunft sind, also Sanjay und Craig, die diesen Zettel eigentlich geschrieben haben. Und das ist irgendwie ein immer weiterkehrender Zyklus. Und ich weiß echt nicht, was diese Serie mit Ärschen und Fürzen hat, aber irgendwie gibt es in jeder Folge irgendwas von Fürzen oder so. Ach ja, und nicht zu vergessen, den coolen Typen mit Buttermilch. Sind Sanjay und Craig auch noch ziemlich große Fans von Chicken Wings. Außerdem kann ich mich an irgendwelche Rocker erinnern und Sanjay und Craig fanden diese echt ziemlich cool und wollten immer zu denen gehören und haben dann immer auch komische Sachen gemacht. Zum Beispiel in einen Pool voller Kotze gebadet. Und soweit ich weiß, ist diese Serie immer noch am Laufen. Also wenn ihr darauf Lust habt, dann könnt ihr auf Nickelodeon gehen. Wenn ihr der Meinung seid, dass ich einige gute Serien vergessen habe, die ich noch erwähnen soll, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare, damit ich ein paar zwei rausbringen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich versuche zu jeder Serie einen Link in die Beschreibung zu tun. Jetzt würde ich mich über ein Abo oder ein Like freuen und bis zum nächsten Mal.